So, heute rede ich über ein Problem, was ganz viele Männer haben, insbesondere junge Männer, aber sie können es nicht richtig deuten. Und zwar geht es darum, dass sie Frauen ansprechen, freundlich sind und im Gegenzug nicht selten Undankbarkeit, Respektlosigkeit, Unfreundlichkeit, eine gewisse Form von abwertender Haltung erfahren. Wieso ist das so? Lass mich im Vorfeld dir eines erklären. Frauen haben eine sexuelle Strategie, die Hypergamie, die besagt, dass sie mit den Männern zu tun haben wollen, die stärker, besser, klüger, schneller, fleißiger, mehr sind, ja, kompetenter sind als sie selbst. Das bedeutet, in der ersten Sekunde findet eine Durchfilterung statt und danach wirst du ziemlich schnell schubladisiert. Das sind gewisse oberflächliche Attribute am Anfang und danach vielleicht auch persönliche Attribute, die da reinfließen, und danach wirst du schubladisiert. Und sie wird dann entsprechend dich eher mehr oder weniger mögen. Und wenn sie dich nicht mag, dann wird ihre Haltung bzw. ihre Reaktion, ihre Antwort ablehnend und abwertend sein. Im Grunde genommen ist die Botschaft die, dass sie dir vermitteln möchte: bitte mag mich weniger. Die Art und Weise, wie sehr du mich gerade magst, ist zu viel. Und wenn du das verstehst und im Gegenzug auch dein Verhalten, deine Zuneigung auch etwas runterschraubst, könntest du eine ziemliche schöne Überraschung erleben, und zwar das, dass die Frau dich dann plötzlich auch mehr achtet, respektiert und vielleicht sogar mag. In einer Beziehung gibt es immer so den Bewunderer und den Bewunderten. Und idealerweise, damit die Hypergamie aufgeht und die Polarität bestehen bleibt, die sexuelle Spannung auch erhalten bleibt, ist es wichtig, dass der Mann der Bewunderte ist und nicht umgekehrt. Also der Mann ist nicht der, der die Frau auf ein Podest stellt und sie ständig bewundert. Im Gegenteil. Die Frau ist die, die den Mann bewundert. Idealerweise, weil so kannst du die Beziehung in einer eher natürlichen, klassischen, maskulin-femininen Rolle auch lange gesund halten. Den Frauen wird das nicht schwer fallen. Zwar kann es sein, dass sie am Anfang kommuniziert, dass sie diejenige sein möchte, die bewundert werden möchte. Das hat super viel auch mit Selbstwert zu tun. Unterm Strich ist es aber so, dass sie ja den Mann aussucht, der besser und schneller und klüger und ist. Das bedeutet, sie will ja den Typen, der über ihr steht, damit sie diese Anerkennung nach oben geben kann. Ansonsten würde es keinen Sinn machen, sich jemanden auszusuchen, der super kompetent ist, und danach den zu behandeln, als ob er weniger ist. Okay, der Typ würde das sowieso nicht mitmachen wollen, das wäre eine toxische, ungesunde Beziehung. Also, in dieser Beziehung ist es dann so, dass man eine gewisse, ich sage jetzt mal, Schwelle hat, wie viel man gemocht werden möchte. Es gibt solche Beziehungen, bei denen das Spektrum sehr weit auseinander geht, wo der Mann sagt, okay, ich will sehr viel spüren, dass du mich bewunderst und diese Zuneigung schenkst, und die Frau wird auch aufgrund ihrer natürlichen Art auch diese Art der Liebe, der Zuneigung auch ihrem Mann geben können. Andererseits gibt es aber auch Beziehungen, die dann näher beieinander sind, wo die Polarität nicht stark gegeben ist, fast schon eine professionelle Beziehung, was ins Androgyne geht, aber das kann auch funktionieren, sofern beide ähnlich ticken. Wenn du jetzt also verstehst, dass der Mann so gesehen auch die Aufmerksamkeit nach oben bekommen sollte, der Bewunderte sein sollte, dann wirst du verstehen, dass beim Kennenlernen, wenn du die Frau auf ein Podest stellst und ihr super viel Zuneigung, Aufmerksamkeit, Anerkennung, vielleicht sogar Respekt, obwohl sie es nicht verdient hat, schenkst, dann mag sie das nicht und dann kann sie dich das auch spüren lassen, indem dass sie dir zeigt, dass das nicht die Position ist, in der sie gerne wäre. Das bedeutet, wenn du dich jetzt zurückziehst und dich wertvoller machst, das bedeutet, deine Aufmerksamkeit, deine Zeit, deine Präsenz ist wertvoller, weil du sie nicht einfach links und rechts jedem umsonst verschenkst, dann kann es auch sein, dass sie sagt, okay, dieser Abstand zwischen Zuneigungsgeber und Zuneigungsempfänger stimmt jetzt eher,
passt eher. Es gibt keinen Grund dafür, dass du einfach der Nice Guy bist, weil du für dich selber zu wenig Selbstwert verspürst, damit du es unbedingt von anderen bekommst. Diese Menschen, die so hungrig nach dieser Aufmerksamkeit sind, die werden nicht selten verhungern. Die lässt man, so hart, dass es sich anhört, verrecken, obwohl sie es am bittersten nötig hätten. Die, die im Überfluss sind, Männer, die im Grunde genommen im absoluten Überfluss sind, die bekommen alles nachgeschmissen. Aufmerksamkeit, Telefonnummern, andere Nummern, die bekommen das nachgeschmissen, weil sie eben diesen Hunger nicht haben, beziehungsweise nach außen die Kommunikation eine andere ist als dieses Bedürftige. Du kannst schon gerne nett sein, aber ohne jetzt diese Erwartung, dass was zurückkommt, dieses Manipulative. Und du kannst ultra leicht testen, ob du manipulativ bist oder nicht, indem dass du dich fragst, würde ich auch entsprechend so nett sein, wenn ich das aus einer anonymen Position machen könnte. Okay, wenn du ein Geschenk, ich sage jetzt mal, jemandem gibst oder die Person zum Essen einlädst, anonym bleiben. Würdest du es dann auch machen, wenn du sagst, nee, würde ich nicht, dann bist du nicht selbstlos. Und wenn es da draußen diejenigen unter euch gibt, die sagen, okay, mir macht es tatsächlich nichts aus, ich habe keine Erwartungen und ich bin einfach, ich mache das, weil ich halt eher der Gebertyp bin, gratuliere, dann bist du wahrscheinlich jemand, der in der Lage ist, eine sehr stabile Beziehung führen zu können. Also nochmals zusammenfassend, du willst in einer klassischen maskulin-feminin Beziehung die Power-Dynamik, also die Machtposition, so haben, dass du derjenige bist, der die Führung hat. Es geht nicht, dass man sagt, okay, weißt du was, jetzt bin ich als Fahrer eingestellt worden und danach ist es so, dass sie plötzlich ihre Hand auch mit am Lenkrad hat. So funktioniert das nicht. Jeder hat seine eigenen Kompetenzen, auch seine eigenen Verantwortungen, und diese Verantwortung muss zu 100% übernommen werden. Also diese partnerschaftliche Aufgaben- und Rollenverteilung macht das Ganze super einfach. Wenn wir das durchmischen und keiner wirklich weiß, was er oder sie wann machen sollte, dann wird das Ganze kompliziert. Also verteilt die Rollen so, wie es zu eurer Natur am besten passt. Wenn du noch sehr jung bist, kann es sein, dass die Frau noch diese Boss-Babe-Rolle leben möchte, weil Frauen halt das indoktriniert bekommen, dass sie alles haben können. Und in den 20ern, besonders Anfang bis Mitte 20, sieht das auch so aus, als ob sie nichts falsch machen könnten. Aber wenn du da in den jungen Jahren ihr auf den Leim gehst, kann es sein, dass ein böses Aufwachen stattfindet, wenn sie älter ist. Weil bei Frauen ist es nicht selten so, dass sie mit 35 bestimmt, so ab 40, ungerne Boss-Babes in der Führungsposition sind. Dann wollen sie ultra gerne einen Versorger, der klassisch auch die Beschützer- und Versorgeraufgaben übernimmt. Die meisten Frauen zumindest, das muss man korrekterweise auch gesagt haben. Also, das Fazit ist, du willst die Power-Dynamik aufrechterhalten. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass du bei großen Entscheidungen 70% zu sagen hast und sie 30%. Bei anderen Aufgaben, kleineren Aufgaben, Haushalte, das, wo sie die Verantwortung hat, ist es umgekehrt. Da ist es so, dass sie zu 70-80% das Sagen hat und du nur zu 20% oder zu 30%. Wenn du dieses Prinzip verstanden hast, dann wirst du in Zukunft vorsichtiger sein mit deiner Aufmerksamkeit und das nicht einfach so jeder verschenken. Lass es die Frauen verdienen. Sei kein Nice Guy, also sei nicht einfach nur nett, um irgendwie anzukommen. Sei freundlich, okay? Ich sage nicht, dass du absoluter Rüpel sein solltest. Auch das hat zwar seinen eigenen Platz, aber diese Freundlichkeit sollst du ruhig auch ausleben, aber dich nicht unbedingt jetzt unter deinem Wert verkaufen. Wenn sie dich verstehen lässt, dass sie weniger gemocht werden möchte, indem dass sie unfreundlich ist, sofort diese Aufmerksamkeit entziehen, dich aufbauen, ja, nicht klein machen, aufbauen und sie auch spüren lassen, dass sie jetzt einen tollen Typen verloren hat. Dazu musst du natürlich auch verstehen, wie diese maskuline Rolle natürlich zu leben ist. Das heißt,
Du musst es von irgendwo lernen. Irgendjemand muss es dir zeigen, dich regelmäßig in dieser Rolle halten, wenn du rausfällst, dich korrigieren. Wenn du kein solches Umfeld hast, dann komm in die Bruderschaft, komm zu Mission Maskulin. Dafür sind wir da, in einer Zeit, wo Maskulinität unbedingt revitalisiert werden muss. Weil wenn du das nicht schaffst, ist der Preis, den du bezahlst, dein Leben. Mit Frauen, deine Gesundheit, deine Psyche, deine Finanzen. Die maskulinen Attribute, wenn du sie lebst, helfen dir auf eine natürliche Art und Weise, die Dinge zu erreichen, die ein Mann ohnehin im Leben erreichen möchte.